Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Das ist jetzt die... Bitte? Nix, alles gut. Das ist jetzt die vorletzte Ausgabe vor der Sommerpause. Also genießt es nochmal. Und wir haben natürlich wieder jede Menge Film mitgebracht. Wir, das ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris, grüß dich auch. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und falls euch das jetzt, liebe Hörer, irgendwie seltsam vorkommt, dass das alles so reibungslos läuft, wie geschmiert, wir haben das jetzt gerade schon einmal durch, zumindest die ersten paar Minuten. Die ersten 10 Minuten Sendung haben wir eigentlich da, schon. Da hat uns der Chris nämlich den Sneak Preview Film Paradise Hills vorgestellt, was er auch gleich nochmal tun wird, hoffe ich. Ja, das glaubst du. Also läuft jetzt die Aufnahme? Die Aufnahme läuft, tatsächlich. Sicher? Ganz sicher. Ja, say Walla. Jala, jala. Ja, Walla. Inshallah. Walla. Alles klar. Wir hatten in der Sneak den schönen Film Paradise Hills. Der kommt am 29. August in die deutschen Kinos. Dauer 95 Minuten. Director ist Alice Waddington. Und wir haben gerade kurz nebenher noch gecheckt, ist das erste wirklich große Werk, was auch von ihr ins Kino kommt. Wer spielt mit? Mila Jovovich, Emma Roberts, Awkwafina. Ich sag den Namen so unglaublich gern. Awkwafina, Danielle McDonald und die bezaubernde Aiza Gonzalez. Worum geht es in diesem Film? Es ist eine Fantasiewelt. Und zwar die Uma, also Emma Roberts, erwacht in dieser Welt eines Tages und denkt sich nur, scheiße, wo bin ich? Und stellt dann fest, okay, ich bin eigentlich in einem Gebiet hier, wo eigentlich alles total schön ist. Es ist alles organisiert, es ist alles gemacht, es ist alles sehr reinlich. Es ist so ein bisschen eine Welt wie gemalt, so ein bisschen so eine Prinzessinnenwelt, kann man glaube ich sagen. Und also, wie gesagt, sie erwacht also, dort. Haben die das vorher gar nicht gewusst, dass die dorthin kommen oder was? Erwachen also, die da Blackout und dann plötzlich dort? Oder? Das ist nicht so ganz klar. Also ich glaube schon, dass ihnen, also manchen ist es klar, dass sie dorthin kommen und die wollen auch dorthin, weil es ist so eine Insel, wo so ein bisschen die Persönlichkeit verändert werden soll. Also wo so damit gearbeitet wird, dass die in die Gesellschaft gerade mit ihrem Verhalten und so nicht reinpassen. Also da haben wir diese Freundinnen eben, die Uma, die einfach so ein bisschen eine Rebellin ist, die dort ist, weil ihre Mutter gerne hätte, dass sie einen anderen, oder dass sie einen Kerl heiratet, den sie überhaupt nicht mag und sie ist ja auch in einen anderen verliebt. Dann haben wir die ihre Freundin Yu, die auch von Verhaltensweisen eher auch so introvertiert und so leck mich am Arsch ist. Die hat auch Ängste. Dann die Amarna, der Popstar schlechthin, den alle auch so ein bisschen bewundern dort, weil, boah, guck mal, die ist auch da und eigentlich ist es voll das Popsternchen und bliblablub. Und die Danielle McDonald, also die Chloe in dem Fall, die soll da rein und soll da dringend abnehmen. Und darauf ist halt auch das alles in diesem Paradies, auf dieser Paradieseninsel ausgerichtet, dass sie eben zum einen sich gesund ernähren, dass sie abnehmen, dass sie richtig gut geformt werden und dass sie auch so ein bisschen Gehirnwäsche bekommen, um eben zu angepassten Mitgliedern der Gesellschaft zu werden. Nur halt, ja, das passt nicht allen, das passt schon der Uma überhaupt gar nicht, also Emma Roberts, und sie beschließt also von der Insel abzuhauen. Und er fährt da auch ziemlich Unterstützung von Amarna und von ihren Zimmerkolleginnen. Und sie hacken dann Pläne aus, wie sie von der Insel runterkommen. Wer noch wichtig ist in dem Fall, ist Mila Jovovich als The Duchess, als die Aufseherin in dem Fall. Und die Mission auch, der Aufseherin. Ja, so in etwa. Und die ist auch nicht so ganz sauber. Da merkt man schon, okay, irgendwas passt da nicht. Und man merkt es immer mehr, dass da einiges nicht passt in dieser ach so schönen Welt. Und wie es dem auch ist, diese Insel hat ein ziemlich düsteres Geheimnis. Ja. Und als man das herausfindet, dann wird es schon etwas hässlich, sagen wir es mal so. Insgesamt
eine absolute Fantasiewelt, einfach sehr viel so Prinzessinnen-like, die Sachen sehr, sehr reinlich, weil die sind meistens weiß angezogen, auch so ein bisschen Alice im Wunderland mäßig gekleidet, sei es beim Yogakurs, beim Essen mit dem abendlichen Ritual, die Milch zu trinken und was weiß ich was alles. Es ist alles sehr rein. Da passt zum Beispiel das Popsternchen Amarna passt nicht so wirklich rein. Die kleine Rebellin Uma natürlich auch nicht. Chloe ist am Anfang so, oh ja, voll toll hier. Und oh, wir haben voll die Chancen. Und oh, das ist alles so super. Und am Ende dann, naja, arbeiten sie doch zusammen für ein großes Ziel. Und das heißt, runter von dieser Insel. Ja, insgesamt so ein Film, der von der Story her einen kleinen Twist macht, ansonsten doch für mich eher vorhersehbar wirkte und teilweise etwas Längen hat. Es sind sehr, sehr spannende Situationen dabei oder interessante Ansätze dabei, wie zum Beispiel diese Gehirnwäsche, wenn man da als schön verkleidet in ich will nicht schon die ganze Zeit von Prinzessinnen reden, sondern eher halt so Alice im Wunderland-Klamotten, da auf das Pferd von einem Kinderkarussell sitzt, da in 10 Meter Höhe gezogen wird und dann dort rundum Video bekommt mit, oh, wie toll ist denn eigentlich der Typ und guck mal deine Kindheit und alles. Und da dann einfach so diese Beeinflussung einfach auch in dieser ach so schönen Einrichtung da stattfindet. Und viele sind dafür auch empfänglich und es soll ja auch innerhalb von 2 Monaten alle Mängel von den Damen werden da getilgt oder einfach rausgelöscht. Nur ja, es ist nicht alles so schön und so tatatü, tatata, wie es erscheint. Es ist ein Fantasy-Film, der das Urteil Fantasy-Film auf jeden Fall verdient. Drama steht auch noch mit dran, würde ich sagen, ja, kann man mal so machen. Also ich fand so insgesamt die Story, wie ich schon gesagt habe, teilweise ein bisschen langatmig. Der Film lebt aber davon, dass er jetzt nicht überlang ist. Also mit 95 Minuten ist das absolut machbar. Wer mir sehr gut gefallen hat, ist Isa Gonzalez, muss ich ganz ehrlich sagen. Die fand ich, hat das richtig cool auch gespielt mit diesen verschiedenen Welten. Emma Roberts hatte ich irgendwann das Gefühl, hey, die gute Frau hat 2 Gesichtsausdrücke. Da kann man jetzt vielleicht auch gegenwettern, ich weiß nicht, aber... Nein? Nee. Kate sagt gar nichts mehr. Was komisch ist, ich höre das ja jetzt zum zweiten Mal. Es reizt mich immer noch nicht, dieser Film. Also ich kann mir nicht vorstellen, es sei denn dieser Twist da, dieses, warum sie von der Insel runter wollen, dieses dunkle Geheimnis trägt so sehr, du kannst natürlich jetzt nicht verraten, aber das ist so reizvoll, das zu erfahren und den Weg dahin und das ist so erschütternd, was man da erfährt, dass es sich lohnt, diesen Film zu gucken, aber für das, was ich jetzt gehört habe, reizt er mich überhaupt nicht irgendwie. Ja. Ich habe auch also vorher auch von dem Film Emma noch nie Roberts was gehört. Hab ich in Nerf fand ich Emma Roberts um einiges besser als jetzt in diesem Film. Aber gut, so ist es halt. Kate, was möchtest du noch dazu sagen? Habe ich was vergessen? Nö. Ich habe das jetzt eher so als so eine Art Reha verstanden, also so eine Rehab-Station, wo die Eltern halt versuchen, ihre gescheiterten Kinder in ihren Augen wieder gerade zu biegen. Und da sind dann halt so Makel wie lesbisch sein oder den Mann, den man liebt, heiraten zu wollen, für Probleme, als Problem behandelt wird, was ich mehr als gesellschaftskritisch finde, was ich sehr gut finde, dass das mal angesprochen wird. Aber ja, es ist halt, wenn man nicht, man blickt nicht gleich, um was es geht. Also der Film fängt an und man hat halt diese seltsamen Klamotten und diese strange Welt plötzlich vor Augen und muss sich da erstmal reinfinden. Und das fand ich ein bisschen schwer. Ich fand den Film aber auch nicht schlecht. Also ich fand den interessant. Ich bereue jetzt nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber ich muss ihn auch nicht unbedingt nochmal sehen. Ja, dieser Twist oder diesen Kniff zum Ende hin, da war schon ein bisschen vorhersehbar. Ich habe Christa auch schon eine Theorie ins Ohr geflüstert gehabt, schon ein bisschen vorher, was da wohl los sein könnte.
die hat sich jetzt nicht ganz so herausgestellt, wie ich es gedacht habe, aber ähnlich. Und das fand ich dann schon ein bisschen schade. Und dann gab es auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt alles. Das hat mich dann ein bisschen enttäuscht, weil der Film hat relativ viel aufgebaut, um so einen schönen Knaller noch zu bringen. Und der wird dann halt, der geht dann irgendwie voll in Rauch auf. Das fand ich nicht so geil. Aber trotz allem war es irgendwie ein guter Film. Aber auch nicht ein super guter Film. Es war einfach okay. Er war okay, genau. Ja, er Er war war im okay. Originalton, muss man vielleicht auch noch sagen, dass wir Ja, den Originalton gehört haben, was Ah, wahrscheinlich okay. auch ganz gut taten noch. Ja. Trotzdem, er hätte mich jetzt nicht, oder er würde mich jetzt nicht ins Kino bringen. Ja, Also wenn nee. der Ihr hier in habt den auch Sneak vorher gelaufen von wäre. dem Film auch noch nichts gehört gehabt, oder Doch, ich bisher? hatte von dem Ja? schon gehört. Okay. Ja. Ich hatte auch schon Ausschnitte gesehen und auch schon den Trailer gesehen, aber ich hätte jetzt aufgrund des Tipps nicht darauf getippt, dass der kommt. Und ich hatte auch nicht mehr auf dem Radar, dass der jetzt in die Kinos kommt. Das wusste ich nicht mehr. Gab es da auch mal so einen mit Ewan McGregor, glaube ich, so die Insel oder so? Ja, die Insel, genau. Scarlett Johansson. Aber da sind die ja. Gut, das kann man ja verraten. Die sind ja da als Organspender irgendwie gezüchtet worden, da auf der Insel. Ne? Kann man das verraten? Ich hoffe mal nicht, dass die hier denselben Twist dann genommen haben. Das verraten wir nun auch nicht. Oder als irgendwie Doppelgängerin oder sowas. Dann, ja, das wäre ja so das Übliche. Naja, ja, gut, weiß nicht, ich habe von dem Film nichts vorher gehört gehabt. Er reizt mich nicht von der Erzählung her. Da sind noch keine Darsteller dabei, wo ich sage, yay, muss ich sehen. Weiß nicht, ich glaube, ich wäre, wenn ich den irgendwie mal auf Sky dann erwische, wäre ich vielleicht mal eingeschaltet lassen, eventuell. Aber so jetzt ins Kino dafür zu gehen, lohnt sich, glaube ich, nicht. Nö, das Oder brauchen, finde ich auch nicht. irgendwie Das ist den der Punkt. Also ins Kino Heimkino. würde ich da dafür nicht extra gehen. Aber ich fand dafür, dass es so ein Erstlingswerk dann jetzt von der Regisseurin war, war das schon gut. Stimmt ja auch wieder. Ich mag ja eigentlich so Erstlingswerke, weil die sind noch relativ unverfälscht dann so von der Und das Handschrift auch noch des mit Re einer anständigen Besetzung. Wobei ich immer gewartet habe, dass jetzt irgendwo das Symbol der Umbrella Corporation auftaucht. Aber, ja. Ja. Naja, liegt da irgendwie ein bekanntes Buch zugrunde oder sowas, dass sie da auf einen Schlag so Ich namhafte habe keine Ahnung. Darstellerin? Wahrscheinlich, ja. Vielleicht hat sich da. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ja, wie sieht so eure Wertung aus zu diesem Paradise Hills? Das ist jetzt eine gute Frage. Wie habe ich den denn bewertet? Ich muss Du hast sechs nachgucken. Punkte, wenn ich das richtig sehe. Sechs Punkte gegeben? Ja, ist okay. Stehst du noch dazu? Ja, okay. Ja. Und Ja, ich Chris? habe ihm auch sechs gegeben, aber eigentlich nur fünf, aber Isa Gonzalez hat es auf sechs gehievt. Alter, Jetzt du und die Isa muss ich da mal eine Gonzalez. Google-Bildersuche machen hier. Du gibst, Isa. ist dir schon mal aufgefallen, dass du ganz vielen Filmen Bonuspunkte für weibliche Hauptdarsteller oder weibliche Rollen gibst? Ja. Darf man das nicht? Das mache ich auch. Danke, Ja. Erik. Ich mache auch Abwertungen, wenn da Catherine Zeta-Jones mitspielt. Oder deine Oder. belgische Oh Darstellerin. ja. Aber das ist dann nicht sexistisch, oder was? Moment, das Nee, machst du auch bei Männern. ich mach das ja auch bei Männern. Mach ich Wenn gar nicht. männliche Schauspieler mitspielen, die ich nicht leiden kann, mache ich das ja auch. Also man kann sich ja freuen, wenn bestimmte Darsteller dabei sind, die einem gefallen und die das auch gut machen. Und man kann ja andersrum auch, wenn welche dabei sind, die einem nicht gefallen. Ist ja. Das ist wie wenn in irgendeinem Film, also jetzt abgesehen von Es, irgendwelche Clowns auftreten, dann sagst du, oh, der Film war toll, aber weil da Clowns dabei waren, gebe ich einen halben Punkt weniger. Genauso, wenn du was zu essen hast, du magst zum Beispiel keinen Kümmel und da ist jetzt Kümmel drin, sagst, oh, da war Kümmel drin, das hat mir nicht geschmeckt. Ich reagiere auf Kreuzkümmel, das ist nicht so eine gute Siehst du? Sache. Da haben wir es doch. Siehst Quod erat demonstrandum. Na gut, Mein Gott, bitte auf. wie hat denn die restliche Sneak-Community den Film so? Die liegen, glaube ich, auch in eurer Region, ne? Ich überlege gerade, sind welche gegangen? Oh, okay. Es sind einige gegangen sogar, ja. Ja, einige würde ich nicht Oh, sagen, aber ich habe nie gesehen, ob welche gegangen sind. scheint ja nicht sehr catchy gewesen zu sein. Ich Das sag ja, er war deswegen. langatmig zwischendrin. Ah, oh, okay. Nee, also nochmal, ich fand den gar nicht so scheiße. Ich fand den, ehrlich gesagt, ziemlich interessant. Ja, ein bisschen über den Durchschnitt fandst du ihn. Ja, also er war nicht, er war, denn er war halt auch gut gemacht. Ich fand halt, also das Setting war cool, die Schauspieler waren gut. Klar, ich habe Kritikpunkte, aber ich fand ihn alles in allem eigentlich gut. Paradise Hills. Hills 2019.
Das ist doch One Media. Okay. Ich lasse hier nur mal gerade ohne Ton laufen. Die Bilder sehen ganz gut aus, ja, das stimmt. Das ist schön gedreht. Das ist schon gut gemacht. Das sieht alles sehr sektenmäßig aus, so wenn ich das so wie so ein bisschen bei. Da gibt es ja diesen Midsommar, diesen neuen Film, ne? Und ich glaube, hier wird schon ein Twist verraten im Trailer, wenn ich das richtig sehe. Ah, egal. Okay. Ich also, check gerade den Trailer nebenher, aber ist egal. Durchschnittlich, ja. Durchschnittliche Wertung von euch und in der Sneak liegt ihr da ehrlich gesagt im vorderen Feld mit euren Wertungen. Die anderen liegen alle drunter. Also ihr habt 6 Punkte gegeben, dann 5 haben sehr viele, 4 haben sehr viele, ein paar haben 3 gegeben, 1 haben auch einige gegeben. Also ihr habt mit 6 Punkten die beste Wertung mitgegeben. Na gut, ja. Wenn wir hier einmal drin sind, wie schaut denn der Hinweis für morgen aus und die dazugehörenden Tipps? Wir hatten ja tatsächlich einen Sneak-Tipp für die Sneak 1013, den ich diesmal nicht vorgelesen habe, sondern der direkt als Video über die Leinwand lief. Ach so, Film. Ich dachte, du hast, ich war ja nicht dabei, ne? Ich dachte, du hast vielleicht gesagt, hey, dazu müsst ihr in die Metropol-Sneak-Gruppe kommen und dort ist das Video verlinkt. Das wäre natürlich cool gewesen. Ja, aber nee, dieses Video wurde tatsächlich im Kino gezeigt. Ja, mhm. Auf großer Leinwand direkt vom Film. Warum hat man da nicht Schnappi genommen? Ich bin Schnappi, eine kleine Krokodil. Ist ja egal, auf jeden Fall. Warum muss man da hier After a While also, Crocodile, super simple Song? Ja, weil der super simple Song After a While Crocodile einfach ganz aktuell ist. Deswegen kann man sich den mal anhören. Naja, achso, cool. Tipps? Ja, es gibt genau einen Tipp. Ich glaube, es ist doch der einzige Film in nächster Zeit, wo ein Krokodil vorkommt. Nicht nur eins. Das ist der Film Crawl. Habe ich dann sofort gedacht, weil ich mag ja solche Creature-Horror-Filme. Ja, ich auch. Und da geht es ja darum, ist ja von Sam Raimi und der hat, glaube ich, produziert und Alexandre Aja, der ja das Evil Dead Remake gemacht hatte, was ziemlich gut war. Und die zwei zusammen. Der lief aber schon in den USA, der Film. Das ist möglich, ja. Und da geht es darum, dass irgendwie Florida, da ist ja die höchste Erhebung 3 Meter über normal Null. Das heißt, wenn da mal ein Schwapp kommt, dann ist ein richtiger Schwapp, da ist alles unter Wasser. Und das passiert da gerade und da wird alles überflutet und dann werden natürlich die ganzen Krokodile, die in den Everglades irgendwo sind, die werden da reingespült in die Städte und so. Ja, hat in den USA, also hat gekostet 13,5 Millionen, hat in den USA schon 37 eingespielt und im Ausland schon 18, also läuft ganz gut, würde ich sagen. Und denke ich mal, wäre ganz cool, wenn der kommt. Ich habe jetzt gerade übrigens den Trailer von Paradise Hills nochmal angeschaut. Also ich finde, da wird nichts über den Twist gezeigt. Okay, ich kenne ja den Twist nicht, aber da gab es so eine Stelle, die sah so ein bisschen so aus. Naja, dann schauen wir doch mal in die gesehenen Filme. Ich war tatsächlich nochmal im Kino gewesen und habe mir Leberkäse-Junkie angeguckt, weil ich dachte mir schon, dass ich da euch sowieso nicht dafür erwärmen kann. Da bin ich ja so der einzige Fanboy hier. Und ich habe ja die anderen Teile auch schon sehr gefeiert hier. Dampfnudelblues und sonst was alles. Und ja, Leberkäse-Junkie ist quasi die direkte Fortsetzung der vorhergehenden Filme. Also unser Herr Eberhofer, gespielt von Sebastian Betzel, hat ja mittlerweile ein Kind mit seiner Freundin, die er ja nicht heiratet. Und das ist natürlich im Bayerischen, das ist natürlich ein bisschen anrüchig, ne? Wenn die da nicht verheiratet sind und die leben auch nicht zusammen, haben auch ein Kind zusammen. Und die verstehen sich aber noch ganz gut. Und er muss natürlich wieder einen Kriminalfall lösen, denn in der Kleinstadt, wo er unterwegs ist, gibt es ein Feuer, einen Brand. Und als er am Anfang immer angerufen wird, hey, ihr brennt, du musst kommen, sagt er, ich bin hier Polizei, ich bin nicht Feuerwehr, da musst du Feuerwehr anrufen und so. Und irgendwann sagt dann einer, hey, wir haben aber hier eine Leiche gefunden, dann muss er dann doch hin, widerwillig muss er da hin. Und es hat so eine verkohlte Leiche und dann stellen sie halt fest, okay, das war hier der und die. Und und die hatte auch wohl ein gewisses Geld zu vererben und da hing noch einiges dran und die hat auch ein bisschen Beef gehabt mit verschiedenen Leuten und dann forschen sie dann auch so nach und die hatte auch so eine Internetbekanntschaft, mit der sie sich immer geschrieben hat und der ist auch nicht ganz astrein und so nimmt das dann so ein bisschen seinen Lauf und hier hat sein bester Kumpel, gespielt von Simon Schwarz, der einen Privatdetektiv spielt, der hat hier in diesem Film mal eine etwas größere Rolle. Und der ist ja, den kennt ihr auch aus diversen österreichischen Filmen, wenn ihr den Namen mal googelt, Simon Schwarz, den hatten wir glaube ich auch in diesem, wo die das Haus auf der Brücke bauen wollen und so,
war der auch mit dabei. Wisst ihr, wen ich meine? Ja, dieser russische Film. Ja, der Film, ja, aber der Schauspieler, ich weiß bloß jetzt gerade nicht, wen er da gespielt hat. Ich check mal kurz, wie er heißt. Simon Schwarz heißt der Schauspieler. Ach so. Der hat ja auch wieder eine extrem coole, also auf dem Poster von Lebercase Junkie, der rechte. Und ja, ist... Ah, jetzt weiß ich, wen du meinst. Ist wieder ein echt cool gemacht, wieder voll in der Stimmung drin. Ich fand jetzt den, in Anführungszeichen, Kriminalfall, den es hier jetzt zu lösen gilt, den fand ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Da gab es schon spannendere Fälle. Was halt aber hier schön ist, ist diese ganze Stimmung ist wieder ganz nett. Da soll nämlich in diesem kleinen Ort soll da auch so eine Wellness-Oase gebaut werden. Und da gibt es natürlich erste Bürgerinitiativen, die dann da auf dem örtlichen Kreisverkehr da Demos machen. Und dann wird ein neues Wohngebiet gebaut. Und das wollen die natürlich auch nicht so richtig. Und da taucht man so richtig tief ein in diese bayerische Provinz, wie da so umgegangen wird. Und es ist ein schönes, wirklich ein schöne, angenehme, nette Komödie wieder. Nicht ganz so gut wie jetzt manche vorher, weil die hatten dann so, die Fälle waren dann halt ein bisschen interessanter, die es da zu lösen gilt. Hier ist eher so der Weg das Ziel. Und deswegen gebe ich, ich glaube 6,5 oder so hatte ich gegeben, muss mal kurz gucken. Ach ja, habe ich sogar hingeschrieben, ja. 6,5 Punkte von 10. Aber trotzdem, wer die Reihe mag, der soll das unbedingt mal gucken. Muss nicht im Kino gucken, das ist jetzt kein Film, der die große Leinwand braucht, aber ich habe mir gedacht, ehe ich dann jetzt wieder ewig warten muss und dann hier so ein Screener-Link kriege von der Firma, dann gucke ich es doch mal an, hat sich gerade ergeben. Alrighty, der Rest ist dann aus dem Heimkino, wenn ich das richtig sehe. Dann legt mal los, ich weiß nicht, wer jetzt anfangen möchte. Der Chris, weil der hat 2. Der ist gerade offline hier, oder? Nein, ich habe 2 Filme, ich mache beide in 60 Sekunden. Ich bin überhaupt nicht offline. Ich weiß nicht, du warst gerade so, es war gerade so ruhig. Hast du dich aus Versehen gemutet, oder? Nein, ich kann auch mal ruhig sein. Danke. Machst du nebenbei noch Missionen hier? Ja, ich bin schon wieder im Ödland. Nein, darf ich ja nicht sagen. Appalachia. West Virginia. Mountain Mama. West Virginia. Also, Chris, fang an. Nein, du fängst an. Nee, du hast 2, hat sie gesagt. Du musst ja, ich habe 2, aber ich mache die in 60 Sekunden. Soll ich anfangen? Ja. Okay, also 60 Sekunden Challenge für Johnny English Strikes Again. Man lebt nur dreimal. Johnny English ist zurück. Also Rowan Atkinson ist wieder da in einer seiner schönsten Rollen als Geheimagent beim MI7. Und es geht ganz schlicht ergreifend darum, dass alle Geheimagenten irgendwie nicht verfügbar sind oder versteckt sind oder nicht erreichbar sind und bei England in eine große Krise schlittert. Und deswegen wird Johnny English aktiviert, der dann auf alte Methoden zurückgreift, auf analoge Methoden teilweise zurückgreift, um den Fall zu lösen. Ist ja überschaubar, was die Story angeht. Ist ab und zu mal ein kleiner witziger Effekt dabei, aber was bleibt, ist ein... ja, netter Film, den man, wenn man ihn nebenher anschaut, in Ruhe anschauen kann, weil man nichts verpasst. Ich gebe ihm 4 Punkte, weil ich dann doch ab und zu mal schmunzeln musste. Aber ansonsten ist schon ziemlich doof. Reicht das? Ja. Waren das 60? Ich habe nicht gestoppt. 10 Sekunden übrig, ja. Ich habe noch 10 Sekunden. Ja, ich jetzt mag nicht mehr. Rowan Atkinson. Zeit ist abgelaufen. Okay. Ja, und den zweiten machen wir gleich hinterher. Ich fand den dritten echt scheiße. Also den Johnny English. Den dritten ich habe nur 10 Minuten davon gesehen und fand ihn grausam. Ja, ich war damals sehr enttäuscht von dem. Ganz netter Film, aber ach, nee, ganz furchtbar. Ja, sag ja, ganz nett, aber that's it. Mehr muss nicht sein. Okay, der andere, den ich noch im Angebot habe, ist Night School. Und bei Night School tue ich mir extrem schwer, da irgendwas großartig Nettes drüber zu sagen. Es ist ein Film mit Kevin Hart, der 2018 rauskam im November. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, ich glaube, Universal oder irgendjemand hat Kevin Hart unter Vertrag. So, oh, verdammt, wir haben Kevin Hart noch unter Vertrag. Der muss noch so und so viele Filme machen. Ey, machen wir halt noch sowas. Der Film ist auch auf dem Bierdeckel erzählt. Kevin Hart hat als Kind die Highschool abgebrochen, wurstelt sich durchs Leben. Seine
Verlobte ist natürlich ein ganz anderes Kaliber wie er, weil er hat immer schon gesagt, er holt sich eine hübsche und mit einem fetten Auto und also er lebt weit über seine Verhältnisse und muss dann seine Schulzeit nachholen. Das ist in der Abendschule und er trifft auf einen alten Schulkameraden, der jetzt dort Rektor ist und was weiß ich was. Und es ist eine Aneinanderreihung von unsinnigen Dialogen, von blöden Zeit Szenen. Zeit ist abgelaufen. Von unlustigen Sachen. Absolute Zeitverschwendung, da der Film auch fast 2 Stunden dauert, doppelte absolute Zeitverschwendung. Ach du Schande. Wirklich, ich sag's echt selten, aber nicht anschauen. Wenn man die Möglichkeit hat, ihn nicht anzuschauen, dann lieber Gras beim Wachsen zuzuschauen. Das ist schöner. Also ich gebe ihm, weil ich glaube ich auch 2-mal grinsen musste, kriegt er immerhin 2 Punkte von 10. Ich habe tatsächlich auch noch einen Film geguckt. Aber den habe ich wieder geguckt, den hatte ich ja im Kino schon gesehen. Das schönste Mädchen der Welt. Schöner Film, kann ich echt empfehlen. Mehr sage ich dazu nicht. Jetzt darf Kate aber. Toller Film. Jetzt darf ich. Ja. Juhu. Ich habe einen Film gesehen, den ich schon ganz lange sehen wollte, ich aber es nicht geschafft habe, ins Kino zu gehen und er ewig nicht im Prime verfügbar war und ich kein Geld ausgeben wollte. Und jetzt gibt es ihn endlich im Prime. Es ist der Film Nur ein kleiner Gefallen. Im englischen Original A Simple Favor. Hauptdarsteller sind Anna Kendrick und Blake Lively. Die beiden spielen Mütter, wie sie nicht gegensätzliche sein könnten. Anna Kendrick spielt Stephanie, eine alleinerziehende Mutter von ihrem Sohn Miles. Ihr Mann und ihr Bruder, muss man dazu sagen, also beide, kamen bei einem tödlichen Autounfall ums Leben. Da erfährt man auch noch mehr dazu, wie das dazu kam. Sie ist eine, aber so ein Stehaufmännchen, die ist immer fröhlich, die macht so Videoblogs und gibt so Mami-Tipps und Basteltipps und Backtipps und so. Und eines Tages will ihr Sohn mit einem anderen Jungen zusammen spielen. Und zwar Niki heißt er. Und die Mutter von Niki hat nicht wirklich einen guten Ruf. Die macht nie bei irgendwelchen Veranstaltungen von der Schule mit. Und alle sagen so, ja, die hat doch eh keine Zeit, die muss ja eh wahrscheinlich arbeiten. Eines Tages, als sie miteinander spielen wollen, die Jungs, lernen die beiden Mütter sich kennen. Und Blake Lively lädt Stephanie ein, mit ihr einen Drink zu nehmen, während die Kinder zusammen spielen. Und so lernen die sich kennen. Blake Lively spielt Emily, eine Mode-PR-Chefin, die eigentlich den ganzen Tag nur arbeiten muss, aber die auch ganz viele Geheimnisse mit sich trägt. Sie ist ein sehr undurchsichtiger Mensch. Sie hasst es, fotografiert zu werden. Also jeder, der ein Foto von ihr macht, muss es sofort löschen. Sonst ist die Kacke am Dampfen, sonst gibt es Anwälte und allem. Also sie will das auf keinen Fall, dass irgendwelche Fotos von ihr existieren. Und das ist alles ein bisschen seltsam. Ja. Die zwei freunden sich aber an und trinken ab und zu mal nach der Schule ein, während die Kinder miteinander spielen und lernen sich einfach kennen und so. Und eines Tages bittet Blake Lively Anna Kendrick um einen Gefallen. Und zwar soll sie auf den Sohn nachmittags von der Schule mit abholen und bis abends auf ihn aufpassen. Sie würde ihn dann abholen. Das passiert aber nicht. Emily verschwindet für mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, Wochen sind, glaube ich sogar. Ihr Mann, der arbeiten muss, fliegt dann her, um natürlich für den Sohn da zu sein. Und der Mann und der Sohn Niki, die versuchen dann ihre Frau, Mutter zu finden, zusammen mit der Hilfe von Stephanie. Und Stephanie wühlt da ein bisschen tiefer. Und kommt und stößt da auf einige Geheimnisse und eine sehr düstere Familiengeschichte. Dann, das ist kein Spoiler, es kommt im Trailer schon vor, findet man die Leiche von Emily. Aber ist sie wirklich tot? Denn ihr Sohn sagt immer wieder, ich habe Mama gesehen, ich soll euch Grüße ausrichten. Das ist die Frage, was passiert dann? Welche Geheimnisse stecken dahinter? Lebt sie nicht? Was ist da los? Darum geht's. Sowas wie Gone Sehr Girl. Cool. Hm? Sowas wie Gone Girl. Ja, nee, anders.
Also der Regisseur ist ja Paul Feig, der hat ja Brautalarm gemacht, deswegen werde ich den Film nicht mit der Kohlenzange anfassen. Entschuldigung. Also ich fand es halt cool, weil Anna Kendrick endlich mal wieder eine andere Rolle hat. Also sie ist mal nicht diese taffe Sängerin und Pitch Perfect und so, sondern sie ist halt hier eine Mom, eine richtige energiegeladene Mom, die alles für ihren Sohn tut und die halt mal auf eine ganz andere Welt trifft mit Blake Lively und dann auch versucht, da hinterzukommen, wo das Geheimnis ist und warum hat sie einfach ihren Sohn und ihren Mann verlassen oder ist entführt worden oder ist, was ist passiert, ja. Und da tut sie sich dahinter klemmen, wie hinter alle ihre Projekte, die sie angeht. Das gibt es jetzt bei Prime mit drin, oder? Ja. Nee, Prime, komplett inklusive. Ja, meine ich ja. Also, mit drin. Ja, na gut, kann man ja mal einen Blick riskieren vielleicht. Ja, kann man machen. Also ich fand den ziemlich gut. Chris kam nach einer Viertelstunde und hat gemeint, ich habe nur gehört bis jetzt, was von dem Film. Ich habe nichts gesehen, aber irgendwie hört er sich cheesy an. Irgendwie so. Ja. Dir hat es nicht gefallen, was du gehört hast, ne? Nein. Es ist ein Film, ich glaube, es ist ein Film für einen Mädelsabend. Und jetzt, wo ich das mit Brautalarm weiß, weiß ich Bescheid. Oh Mann! So ist gar nicht. Die zwei Filme kann man nicht miteinander vergleichen. Nur mal eine Frage. Kackt da jemand auf die Straße hier? Nein. Nein. Okay. Ist irgendwie Durchfall mal ein Thema? Nein. Kein Pipi-Kaka-Humor. Gar kein Humor. Das ist ein Körperflüssigkeiten von einer Person, die irgendwie auf einer anderen Person landet. Nein. 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 Spielt die belgische Darstellerin. Nein. Ich möchte mal ganz kurz noch erwähnen. Das ist eher so ein Ermittlungsthriller. Okay. Ich möchte kurz noch sagen, ich finde ja Anna Kendrick an sich auch ganz cool und alles. Ja, das stimmt. Aber sie würde, und Blake Lively, ja, aber die würden keinen Zusatzpunkt bekommen. ja, nur genau. So. Also Anna Kendrick schon, bei mir, ja. Also die mag bei mir nicht. Also seit, ich mag sie, aber... Up in the Air. Ja, nee, trotzdem. Ja. Ich gebe ihr auf jeden Fall 7,5 Punkte. Blick, wenn er nach 5 Minuten einer anderen Person ins Gesicht gekotzt hat, mache ich aber aus. Das passiert nicht. Dann darfst du Night School auf gar keinen Fall schauen, bitte. Okay. Da passiert das. Deine Wertung, Kate? 7,5 Punkte. Okay. Klingt ja trotzdem ganz interessant. Ja. Vielleicht muss ich mich da überwinden. Vielleicht ist das so diese berühmte Ausnahme, die Regel bestätigt von dem Regisseur. Ich werde ihn wahrscheinlich sogar nochmal gucken. Naja, gut, jetzt Prime. Gut, schauen wir mal, was wir vielleicht noch demnächst noch mal gucken werden. Kinocharts und Neustarts. Die Stuttgarter Kinocharts, die sehen nämlich wie folgt aus. Auf Platz 10, 3 Schritte zu dir. Oh, das ist echt lange in Charts. Mhm. Platz 9, Abikalypse. Warte mal, da wollte ich was dazu sagen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob das stimmt, ob ich das richtig in Erinnerung hatte, ob das der Film war. Abikalypse. Kleinen Moment. Bin da. Ja, genau. Stimmt. Also der Regisseur von Abikalypse ist der Regisseur von dem von mir letzte Woche empfohlenen Schneeflöckchen. Nur mal so. Deswegen reizt er mich sogar ein bisschen. wo ist jetzt meine Charts? Ja, Platz 8, Yesterday immer noch. Platz 7, Leberwurst-Junkie. Platz 6, die 3 Ausrufezeichen. Platz 5, Pets 2. Platz 4, Benjamin Blümchen. Töre. Platz 3, Spider-Man Far From Home. Platz 2, Fast and Furious Hobbs and Shaw. Und auf Platz 1 weiterhin der König der Löwen. Ich muss ganz kurz, es gab in einer Zeitung, ich weiß nicht, ich glaube in der Süddeutschen oder sowas, eine Filmkritik zu Benjamin Blümchen. Und die wollten schreiben, Benjamin Blümchen trötet wieder und haben bei trötet das R vergessen. Ups, he did it again. Also das, was ich sage, ganz ehrlich, das, was ich bisher an Ausschnitten... Das, was ich bisher an Ausschnitten von diesem Film gesehen habe, ist grausam. Hm. Wir hatten ja jetzt am Wochenende Besuch gehabt, da waren noch ein paar Kids dabei
Und die waren mal alle mit den Eltern in dem Playmobil-Film. Und da habe ich gesagt, oh, seid ihr da rein, ey? Der fand schon, mein Kleiner fand schon den Trailer langweilig und das will was heißen. Der will sonst immer in alles rein, was da irgendwie ein bisschen nach Kindfilm aussieht. Und die sagen ja auch, ganz furchtbar, der Playmobil-Film. Boah. Okay. Aber gut. Man geht ja auch nicht in Playmobil-Filme, geht in einen Lego-Film. Ja, nee, es kann ja auch gute Playmobil-Filme geben, aber da war der Trailer schon richtig langweilig. Dieser. Ja, dann schauen wir doch mal in die Neustarts rein, Chris. Lass uns das doch mal machen, das ist eine geile Idee. Demnächst, und zwar am, was haben wir dann? 15. August. Ne? Hm? Fangen wir doch an mit Once Upon a Time in Hollywood, der neue Quentin Tarantino-Film mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Das heißt, da Quentin Tarantino porträtiert das Hollywood zur Zeit der Manson-Morde Ende der 60er in einem Crime-Drama, das mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio besetzt ist. Soweit ich es weiß, spielt Brad Pitt das Stunt-Double von Leonardo DiCaprio, ne? Sieht so aus im Trailer, ja. Der Trailer ist ja ein bisschen... Ja, einer ist auf jeden Fall das dann. Nee, im Trailer sitzt ja Brad Pitt im Hintergrund und der DiCaprio ist das da, ja. Es wirkt auf jeden Fall sehr abgefahren. Also den hätte ich tatsächlich sogar ein Stück weit Bock. Ja, finde ich, würde ich auch, finde ich auch interessant. Also Tarantino sowieso, also der ist einfach ein Meister seines Fachs. Es läuft auch noch an, Holiday, Sonne, Schmerz und Sinnlichkeit. Das klingt nach einem, ab 18 Jahren. Drama über eine junge Frau, die mit ihrem, haben wir das nicht schon mal vorgelesen? Vielleicht ist es verschoben worden, oder? Eine junge Frau, die mit ihrem kriminellen Liebhaber an die türkische Riviera fährt, statt Urlaubsidylle bekommt sie seine Eifersucht zu spüren. Nee, das war, die fährt nach, in den Urlaub und lernt dort einen kennen. Das war ein anderer Film. Ach so. Erst letztens. Dann haben wir noch A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Also Toy Story Teil 4. 5? 4. 4? 5? 4. Die Fortsetzungsgeschichte um Buzz Lightyear und Woody, bei dem Initiator John Lasseter wieder die Regie übernimmt. Sieht mega knuffig einfach wieder aus. Das ist, glaube ich, wieder ein typischer Toy Story Film. Ich vermute das jetzt, den ich auf jeden Fall noch sehen möchte. Ob es im Kino ist, weiß ich nicht, aber ich werde ihn auf jeden Fall mal sehen. Teil 3 hat man ja in der Sneak Preview, ne? Mehr will ich mal gar nicht sagen. Vielleicht geht da was. Nachdem ja, vielleicht kommt ja da ein kleines Krokodil, wer weiß denn das? Ja, wer weiß. Es läuft auch noch an, ein Feelgood-Film. Ich war zu Hause, aber ein Arthouse-Film über Astrid und ihre beiden Kinder, ihren Umgang mit dem Verlust des Partners bzw. Vaters und ihren Blick auf das Leben. Okay. Hier steht jetzt noch der Schatz im Silbersee. Aber das Wiederaufführung oder was? Wahrscheinlich eine Wiederaufführung mit, Pierre, mit Pierre Pries, Lex Barker, Götz George, also... Okay. Das wäre witzig. Axel, der Held noch. Modernes Märchen um einen Schuldner und Tagträumer, der eines Tages doch noch zu einem Held wird. Die Spaßmacher. Und die Spaßmacher ist eine Doku. Also, ja, okay. Ja, habe ich im Trailer auch schon gesehen. Ich glaube, da traut sich auch nicht viele Filmverleiher irgendwas entgegenzusetzen gegen Once Upon a Time und Toy Story. Da ist eigentlich für alle was dabei. Für die Erwachsenen das und für die Kids das. Und ja, macht da keinen Sinn. Nur mal so ein kleiner Exkurs. In den USA ist auf Platz 1 Fast and Furious, Hobbs & Shaw. Platz 2 Lion King und Platz 3 Once Upon a Time in Hollywood hat jetzt da schon 78 Millionen eingespielt. Und immer noch auf Platz 4 Spider-Man Far From Home. Ja. Okay, dann gehen wir nochmal weiter. Was haben wir noch so? Die Heimkino-Neustarts nehmen wir ja neuerdings auch immer mit dran. Muss ich mal öffnen hier. Den neuen Blu-Rays ab in der Woche ab dem 12. August. Soll ich mal anfangen schon? Ja, fang mal an, ich hab's. Ab 14. August gibt es nämlich Friedhof der Kuscheltiere. Das die Neuverfilmung. Remake. Genau. Dann gibt es noch Border. Die Grenzbeamtin Tina ist eine bemerkenswerte Erscheinung. Ihr seltsam geschwollenes Gesicht, ihr bohrender Blick und ihre körperliche Kraft verleihen der jungen Frau. Punkt, Punkt, Punkt. Nee, soll aber, habe ich Gutes gehört von dem Film. Das ist so ein irgendwie ganz abgefahrenes Teil. Okay. Monsieur Claude Nr. 2, also Monsieur Claude 2, den hat man in der Sneak auch schon lange besprochen über die neuen Machenschaften des Monsieur Claude.
Ja, dann noch No Mercy, deutscher Zusatztitel, nichts kann sie stoppen, sie schickt die Unterwelt zur Hölle. Das ist ein Untertitel. Das ist ja der ganze Untertitel. Inae hat ihren Job als weiblicher Bodyguard schon viele harte Erfahrungen machen müssen, doch nichts hat sie auf den Schock vorbereitet, als ihre kleine Schwester Onyue eines Tages nicht von der Schule nach Hause kommt. Da sich weder die Polizei noch die Lehrer für das Verschwinden interessieren, verfolgt sie die Spur auf eigene Faust. Ein übler Streich hast, finde ich schön. Von Mitschülerinnen eskaliert, sodass sie in die Fänge von Gangstern und Zuhältern geraten ist. Immer tiefer stößt sie in den Sumpf des Verbrechens und deckt ein Komplott auf, das sich bis in höchste politische Kreise zieht. Ja. FSK 18. Ja. Das ist mal was für die ganze Familie. Ja, das sieht aus wie ein netter Familienfilm. Guck gerade den Trailer an. Ja, mache ich vielleicht nachher mal. Apropos Trailer, haben wir ja auch. Sneak Preview. Haben wieder ein paar Trailer zusammengetragen und ein paar. Eine Kino-News habe ich gleich zu Anfang. Habt ihr gehört, dass Kevin allein zu Hause geremaked werden soll? Furchtbar. Ja. Und habt ihr den Buzz mitbekommen, der da drumherum entstanden ist mit Macaulay Culkin? Nee. Also Macaulay Culkin hat ja einen Twitter-Account. Und als es so rauskam, irgendwie Disney will das remaken, hat er auf seinem eigenen Twitter-Account ein ziemlich, ich würde sagen, assi-mäßiges Bild gepostet, wo er im Unterhemd mit raushängendem Bauch, da steht der Teller auf dem Bauch, irgendwelche Fertiggerichte isst und einen Laptop auf den Knien hat und sieht irgendwie total abgefuckt aus und auch der Hintergrund kein bisschen irgendwie fürs Foto vorbereitet, für so eine Audience. Da ist irgendwie ein Kissen und alles sieht total abgefuckt aus und hat dann so drunter geschrieben so, hey, ihr wollt sehen, wie Kevin allein zu Hause jetzt aussieht? So sieht es aus. Oder irgend sowas. Aber später hat er dann nochmal einen Tweet abgesetzt. Da stand dann, hey, @Disney, ich wäre bereit, ruft mich an oder irgend sowas. Bin mal gespannt, was da draus wird. Ja. Bleibt spannend. Also, und ich habe noch einen neuen Trailer mitgebracht, der mich visuell sehr begeistert hat. Und zwar heißt der Film 1917. Und ist der neue Film von Sam Mendes. Und da sind so Einstellungen drin, die hätte ich eher so Christopher Nolan für Dunkirk zugetraut. So richtig so ganz breitwandig, wo so Personen übers Schlachtfeld laufen, Massenszenen und sonst was. Und der sieht wirklich sehr kinomäßig aus. Also der, ich hatte erst gedacht, das hat irgendwas mit diesem Peter Jackson Remake, der hat ja diese alten Footage-Sachen neu aufgelegt in 4K. Aber das ist ein eigener Film, der sich darum dreht, eben, dass zwei junge britische Soldaten in dieses Ganze da reingeschmissen werden, in diese ganze Kriegshandlung im Ersten Weltkrieg. Ja. Sam Mendes, der hat ja Oscar gewonnen für American Beauty, hat bei Skyfall und Spectre hat er Regie geführt. Also der kann schon was. Sah cool aus. Ich verlinke ihn mit. Und was habt ihr da mitgebracht? Neuen Nicolas Cage-Film sehe ich hier. Ja, Running with the Devil, der neue Nicolas Cage-Film. Da spielt Nicolas Cage einen Polizisten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen Drogencop. Und ja, in bekannter Nicolas Cage-Manier. Mit das wird halt auch zwei Gesichtsausdrücken? Ja. Ja. Ja, das ist immer noch einer mehr wie unser Kühlschrank. Ja. Ja, aber also wirkt auf jeden Fall interessant. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Sicario und jeden beliebigen Nicolas Cage Film. Ja, sieht ganz nett aus, aber ja, kann man, das Sneak kann man den mal nehmen, glaube ich. Wollte es gerade sagen, in das Sneak nimmt man den mit, ansonsten ja, brauche ich den wahrscheinlich nicht. Wen ich allerdings wirklich gerne mitnehmen würde, ist der andere, Little Monsters. Der sieht lustig aus, ja. Habt ihr von dem schon was gehört? Vorher nicht gehört. Ich habe den Trailer gesehen. Wo du den Trailer hier reingepostet hast, habe ich mir den angeguckt und fand den echt cool. Little Monsters, ein Zombie-Film über eine Gruppe Kinder, die mit ihrer Musiklehrerin unterwegs ist oder mit ihrer Lehrerin unterwegs ist. Und die Lehrerin schützt die Kids vor der Zombie-Apokalypse. Es ist so richtig völlig unbeschwert, so
hallo liebe Kinder, heile Welt. Und auch die da draußen, die spielen nur auch so ein Spiel mit und deswegen müssen wir die jetzt über den Haufen hauen. Und das ist, ich habe echt sehr geschmunzelt schon beim Trailer und bin da gespannt auf das Gesamtwerk. Also, sah schon mal nicht so schlecht aus. Dieses war, Lied da noch im Trailer. Bist du glücklich? Ja, da zeige ich es. Ja, genau. Deswegen, also es ist schon, ja, es ist, er wird ja beschrieben als der unbeschwerteste Zombie-Film aller Zeiten. Ja, mal schauen, sowas kann auch ein bisschen schief gehen, aber ich glaube, es sieht ganz nett aus. Da mal sehen, das Sneak kann man den auf jeden Fall nehmen. Little ja, Monsters, da würde ich den sehr gerne mit Handkuss nehmen. Das genau. War's ja dann eigentlich schon soweit, ne? Ich habe noch ganz kurz was zu einer Serie. Serien. Nachdem ich irgendwas auf Netflix zu Ende geguckt hatte, hatte mir Netflix was Neues vorgeschlagen. Die haben ja oben immer dieses riesen Banner so nach dem Motto, hey, das ist jetzt neu, guck doch mal. Da gibt es eine Serie, die heißt Wu Assassins. Und ich hatte ja schon diverse asiatische Klopper-Sachen da auf Netflix geguckt. Das ist ja immer sehr angenehm. Das ist ja auch richtig cool gemacht. Und da habe ich jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, bin sehr angetan davon. Da geht es darum, dass einer so ein, der hat so ein Lieferservice für so asiatisches Essen und der gerät da bei so einer Lieferung ein bisschen so zwischen die Fronten und muss sich dann zur Wehr setzen. Und das ist richtig gute Kampfszenen. Also, liebe Hörer und auch ihr beide, schaut da mal rein. Allein die erste Minute dieser Serie, wenn euch die nicht gefällt, dann könnt ihr ausmachen, weil da sind so geil choreografierte Kampfszenen drin, so Parallele, die so in zwei Etagen von so einem Haus sich abspielen. Und da hatte mich die Serie eigentlich, ich wollte mal kurz reingucken und dachte, oh, das ist aber geil und hab's wirklich laufen lassen. Also nur mal ganz kurz, Wu Assassins, Netflix. Und ich sehe, hier steht ein Game drin. Game hier, oder? Games. Na? Ja, nach ganz viel Bashing und nach ganz viel Erik hochnehmen wegen dem Spiel, habe ich jetzt doch, weil halt auch Sommerferien sind und ich echt irgendwas auch brauche zum Abschalten und auch irgendwas wollte zum Abschalten, mich dazu entschieden, mir doch mal einen genaueren Blick von Fallout 76 zu machen. Und habe das jetzt seit zwei Tagen, habe gefühlt schon 500 Spielstunden. Hab auch schon ein richtig schönes Haus, dank der schönen und lieben Mithilfe von Erik. Vielen Dank nochmal an der Stelle, der mich da wirklich sehr unterstützt hat, da schon eine kleine Base aufzubauen, wo mein Mais und meine Tattoo-Bären und so wachsen. Und das Problem, was ich wirklich habe, ist, dass ich ja gesagt habe, ja, weiß nicht. Und dann habe ich mich doch dran gesetzt, habe das gemacht, habe es dann tatsächlich, nachdem ich es geladen hatte, das, was ewig gedauert hat. Also da hat Bethesda wirklich eine, ja, da habe ich keine netten Worte verlieren können bisher. Naja, zum Freitagabend, wenn man sich da ein Spiel kauft, das könnte schon mal ein bisschen dauern. Ja, und ich habe es dann trotz alledem, nachdem es dann da war, habe ich gesagt, komm, jetzt guckst du noch eine halbe Stunde rein. Aus der halben Stunde wurden 2,5 Stunden, weil ich sofort wieder das Fallout 4-Gefühl hatte. Und das war das Mods-Problem. Und ich habe Fallout 4 richtig gesuchtet. Ich musste mich da wirklich fast schon enttherapieren, um von dem Spiel wegzukommen. Und jetzt hänge ich wieder in dieser Welt drin. Und bisher macht es sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, was da noch alles so passiert. Ich wurde vorher mal vom Erik allein gelassen. Ich habe es überlebt. Und es ist für alle, die jetzt neu anfangen. Man hilft sich da schon gerne. Das ist schon richtig. Nur wenn ihr die ganze Zeit von einem mit Level 54 oder so hört, ja, mach doch mal hinne, mach doch mal das, wie du kannst dich so viel tragen. Und man selbst ist so ein Level 5, Level 6 Charakter, kann das frustriert wirken. Und ja, man hat das Gefühl, ich stecke ihm jetzt einfach von hinten mal das Messer in den Hals. Kriegst den Gesucht-Status, ja. Ja. Nee, was ich halt auch immer noch sehr cool finde, was von Anfang an eigentlich extrem cool war, die haben ja das, ich habe ja das Spiel quasi zum Launch, habe ich das ja begonnen. Und ich habe quasi nahtlos, bis dahin habe ich Fallout 4 gespielt. Ich bin ja relativ spät in Fallout 4 eingestiegen und habe dann die DLCs mir alle geholt, dieses Far Harbor und Nuka World und sowas. Und habe das ja quasi nahtlos, bis Fallout 76 kam, das gespielt. Deswegen war das bei mir eigentlich, das war meine Therapie, um von Fallout 4 wegzukommen, war Fallout 76. Und was man aber relativ von Anfang an bemerkt hat, dass die Community, also nicht die, die jetzt mal das so probiert haben,
da gab es natürlich auch viele, die sagen, oh, das ist scheiße, gefällt mir nicht. Es war am Anfang auch echt scheiße. Da war ganz viele Bugs drin und Patches waren notwendig und so. Und zum Beispiel, du hast jetzt deine Lager, du hast eine Kapazität von 800, ne? Am Anfang, ja. Am Anfang war die Kapazität, glaube ich, 200 maximal. Das heißt, du konntest eigentlich nichts lagern. So, und dann fängst du halt an und bist unterwegs und schleppst das Zeug rum und bist überladen, willst das rein und das Lager ist auch voll und alles scheiße und was willst du denn mal? Und ja, das waren so viele Sachen und das haben sie dann schrittweise hoch, waren es 400 war es lange Zeit, dann 600, jetzt 800 und ja, so viele Sachen da verbessert und die Community, also die, die dabei geblieben sind, so wie ich halt, die, das ist halt eine sehr angenehme Community, das heißt, wenn man sich da begegnet im Spiel, da wird halt häufig, wenn jemand mit höherem Level, wenn ich jemand über den Weg laufe und der hat irgendwie einen, ich sehe, der hat gerade angefangen, der ist irgendwie unter 10 noch oder so, dann winke ich dem und wenn der mir zurückwinkt und mich was fragt oder so, dann helfe ich auch oder manchmal schenke ich denen dann auch irgendwie eine coole Waffe und dann freuen die sich und genau, oder halt auch Rüstung oder sowas, das sind halt die Sachen, die man am Anfang braucht, man kann die halt einzeln irgendwo finden oder so, aber es macht halt mehr Spaß, wenn man sich darum keine Sorgen machen muss einfach. Also, Erik, du bist ja voll der Good Boy. Das machen aber alle. Das ist die ganze Community, das ist nicht nur ich. Das hat sich so irgendwie etabliert. Und genauso, ich bin ja Level 57 oder so. Wenn da irgendeiner kommt, der hier 150, 180 ist, der sagt dann auch hier zu mir dann ja so, hey, kann ich dir bei irgendeiner Mission helfen oder so? Und da gibt es halt echt ein paar knackige Dinger drin, wo es dann einfach manchmal so die Frustrationsschwelle relativ nahe ist. Und dann, wenn dann einer kommt, sagt, hey, ich habe gesehen, du warst da jetzt hier dreimal an dem und dem Ort hier. Brauchst du Hilfe? Ja, es macht schon echt Spaß und es gibt echt noch so viel zu entdecken. Ich spiele das jetzt seit dem Release. Mir fehlt bestimmt immer noch ein Drittel von der Karte, mindestens. Wenn nicht sogar vielleicht die Hälfte. Das ist auch schön, wenn man sagt: Komm, jetzt machen wir noch das, jetzt gehen wir noch dahin, jetzt gehen wir noch dahin. Was ist eigentlich deine Hauptquest? Ist ja noch der Anfang, Erik. Wie? Nee, da gibt es ja verschiedene Strings, die dann sich da ergeben. Ja. Aber na, ich siehst ja auch, wenn du dich einloggst, da kommen ja auch schon wieder Patch-Notes für den nächsten Patch und jetzt haben sie gerade eine Gamescom-Sonderaktion. Da kann man bloß ein günstiger ein bisschen diese Atom-Chips da kaufen oder so. Aber der nächste Patch ist auch schon wieder und es soll ja dann Ende des Jahres dieser große neue Patch kommen, wo dann auch NPCs drin sind, richtige NPCs, also nicht nur die Roboter, sondern Personen. Hast ja bestimmt schon das Video gesehen, da den Trailer. Ja. Ja, bleibt spannend. Vielleicht sehen wir ja auf der Gamescom ein bisschen was. Ich werde auch auf der Gamescom mein Vault 76 Shirt anziehen. Das heißt, ich oute mich da als, als Player. Und ich versuche ja jeden Tag immer mal ein bisschen was zu machen. Schönes Ding, würde ich sagen. Hast du eigentlich diese große Box jetzt da gekauft, diese Millennial, Centennial oder was? Ja, ich habe die, genau, die habe ich gekauft. Die für 30 Euro gerade bei MMOGA. Und da hast du noch irgendeine spezielle Power-Rüstung, die du aber jetzt noch nicht bauen kannst, ne? Oder wie war das? Ja, ich habe halt so Lackierungszeug und Poster und was weiß ich was alles. Ja, cool. Ja, nicht schlecht. Also, wer noch einsteigen möchte, bei PlayStation habe ich gesehen, gibt es teilweise die Fallout 76 in so einem Bundle mit dazu. Zu GTA und der PlayStation und so. Beim PC war es ja zwischenzeitlich mal relativ weit unten vom Preis her. Jetzt steigen auch wieder viele neue eigentlich. Also man sieht das ja immer auf der Map. Wenn dann im Vault 76 plötzlich ein Punkt ist, dann weiß man, jetzt kommt gleich wieder einer raus. Und eigentlich sollten wir uns davor hinsetzen und die beim Feuerwerk begrüßen. So, hey! Du, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe schon mal vor so einem, da kann man sich hinsetzen, da ist eine Bank, habe ich gewartet und wo dann jemand kam, habe ich dann einfach mal, ich wollte der Person ein bisschen was geben, hier irgendwie so ein paar Stimpacks und Zeug. Und dann hat die das aber völlig fehlinterpretiert, dass ich da war und hat gleich auf mich geschossen und so. Oder nee, hat sich irgendwie gewehrt, ja, ist dann gleich irgendwie, zum Schießen hast du ja noch nichts, wenn du rauskommst, ne? Ja. Ja, aber schönes Ding, also ich spiele es ja auch immer noch, vielleicht gibt es ja noch Gleichgesinnte. Wir spielen auf dem PC, könnt mich da gerne adden, wenn ihr wollt, oder ein Chris auch, denke ich mal. Ja. Und können auch da vielleicht ein paar Hilfestellungen geben. Okay, dann sind wir ja soweit durch für heute und ja, sonst haben wir nichts weiter. Habt ihr noch irgendwas? Nö, nix.
Dann hoffen wir, dass morgen was Gutes kommt. Ich habe noch ein was vielleicht, dadurch, dass wir die nächste Sendung, ist ja dann die letzte Sendung vor der Sommerpause. Liebe Hörer, ihr könnt uns vielleicht mal einen kleinen Kommentar schicken, was denn so im ersten Halbjahr oder bis jetzt die ersten die Juliwochen und Augustwochen mit eingeschlossen, was so eure bisherigen Filmhighlights des Jahres waren. Vielleicht können wir dann in der nächsten Woche mal ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht können wir uns intern auch mal überlegen, was unsere Highlights so waren, so in der Sneak und allgemein. So mal so vielleicht so 2, 3 Filme rausgreifen. Können wir nochmal drüber sprechen dann. Okay, ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Tschüss. Genau. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.